Der Abgeordnete Thomas Hitschler. Sehr geschätzter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute, wie die verteidigungspolitischen Richtungsentscheidungen aussehen. Und es ist spannend festzustellen, aus welcher Ecke des Parlaments welche Kritik kommt. Die eine Ecke äußert, wir würden unüberlegt aufrüsten. Die andere Ecke meint, wir müssten eher 70 Milliarden für Verteidigung ausgeben und alles andere wäre verantwortungslos. Gut, dass sich die Mehrheit dieses Hauses an der Realität orientiert und einen ausgewogenen Haushalt vorlegt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit den Schwerpunkten dieses Haushaltes reagieren wir auf die Veränderungen der Welt und stellen die Weichen für die kommenden Jahre. Wir kommen aus einer Welt, in der Begriffe wie dynamisches Verfügbarkeitsmanagement ein schickes Label für den verwalteten Mangel waren. Wir kommen aus einer Welt Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, in der Landes- und Bündnisverteidigung die vordringlichste Aufgabe der Bundeswehr war. Große stehende Heere mit schwerem Gerät prägten damals das Bild. Die Zeiten änderten sich. Von Ende der 90er Jahre bis in die jüngste Gegenwart hieß dies, dass wir fast ausschließlich eine Armee im Einsatz hatten. Wir hatten als Parlament dafür zu sorgen, dass unsere kleinere, spezialisiertere Truppe gut ausgerüstet, aber vor allem gut geschützt war. Und spätestens seit dem Jahr 2013 ist die Landes- und Bündnisverteidigung wieder in den Fokus gerückt. Wir brauchen heute eine Bundeswehr, die in der Lage ist, weltweite Kriseneinsätze zu bewältigen, aber auch gleichzeitig Fähigkeiten der Landes- und Bündnisverteidigung hat. Und ich meine, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir merken im aktuellen Verteidigungshaushalt, an welcher Stelle wir deshalb Veränderungen eingebracht haben. Indem wir die Personal- und Versorgungsausgaben erhöhen, indem wir wieder Großgerät beschaffen und indem wir die Verlegefähigkeit unserer Truppe investieren, stärken wir den Kern einer handlungs- und leistungsfähigen Bundeswehr. Nicht überzogen, mit Augenmaß, aber an den Notwendigkeiten orientiert, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das ist gut so. Es gibt aber Grundsätze, die sind zeitlos. Und um diese Klassiker müssen wir uns permanent kümmern. Erster Grundsatz. Verantwortung. Wir müssen uns der Verantwortung für die Soldatinnen und Soldaten, aber auch für die Zivilbeschäftigten in unseren Behörden bei der Bundeswehr stets bewusst sein. Wir als Politik sind dafür verantwortlich, wenn Strukturen nicht funktionieren oder die notwendige Ausrüstung nicht verfügbar ist. Vor dieser Verantwortung dürfen wir uns auch nicht drücken oder sie an Dritte übertragen. Soldatinnen und Soldaten merken zum Beispiel bei der persönlichen Ausstattung sehr schnell, ob sich Politik um sie kümmert oder ob sie das nicht tut. Ich war vor 3 Wochen, wie die Frau Ministerin, bei der Übung Trident Juncture in Norwegen. Wir haben es dort geschafft, die Truppe mit all der Ausrüstung auszustatten, die vonnöten war. Das beinhaltet auch angemessene und moderne Winterkleidung. Bei bis zu minus 20 Grad stellt man nämlich umgehend fest, ob die Ausrüstung etwas taugt oder eher nicht. Und ich bin mir sicher, wir können das alle ziemlich gut nachvollziehen und merken dabei, dass unsere Verantwortung eine ziemlich unmittelbare ist, Kolleginnen und Kollegen. Zweitens, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Wir, das Parlament, entscheiden darüber, ob wir unsere Soldatinnen und Soldaten in einen Einsatz schicken. Die Truppe vertraut darauf, dass wir das nicht leichtfertig machen. Auf der anderen Seite sollten wir aber auch auf unsere Soldatinnen und Soldaten vertrauen. Ich habe das letzte Woche bei einem Verband gesehen, der momentan aufgrund von früheren Verfehlungen Einzelner sehr starker Kritik ausgesetzt ist, bei unserem Kommando Spezialkräfte. Es war für mich fast unglaublich zu sehen, dass junge Männer und Frauen bereit sind, viele Jahre ihres Lebens ausschließlich in den Dienst ihres Landes zu stellen. Die Bereitschaft zu haben, sein Leben für unsere Sicherheit im Notfall zur Verfügung zu stellen und das meist ohne große öffentliche Anerkennung. Dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir dankbar sein. Öffentlich und sichtbar. Vertrauen ist aber mindestens genauso wichtig. Wer einmal gesehen hat, welche Fähigkeiten diese Männer und Frauen mitbringen und welche Mühe es kostet, diese Fähigkeit zu erlangen, der muss auf diese Truppe auch vertrauen können. Deshalb, Kolleginnen und Kollegen, genau hinschauen, Missstände mit aller Härte des Rechtsstaates aufklären, aber am Ende auch vertrauen. Ich will mit einem dritten und letzten Punkt abschließen. Und zwar mit dem Thema Nachhaltigkeit unserer Entscheidung. Wenn wir heute festlegen, dass die Bundeswehr wieder wachsen soll, wieder mehr schweres Gerät und die notwendige Ausstattung für die Landes- und Bündnisverteidigung bekommen soll, ist es mindestens genauso wichtig, dies langfristig zu denken. Wir müssen die Strukturen der Bundeswehr, die vielleicht nicht auf den ersten Blick der Verteidigung unseres Landes dienen, mindestens genauso stärken, wie wir dies mit anderen Strukturen tun. Was bedeutet das?
Ich will, dass die Beschäftigten der Bundeswehr und unsere Beamtinnen und Beamten, die sich um Beschaffung kümmern, die sich um unsere Liegenschaften kümmern, die sich um den gesamten Geschäftsbetrieb kümmern, auch wieder stärker in das Blickfeld unseres Parlaments und von uns Verteidigung Politikern kommen. Die haben das nämlich verdient, weil sie exzellente Arbeit leisten, Kolleginnen und Kollegen. Und genau diese Notwendigkeit merken wir doch gerade wieder in der Diskussion über externe Beratung. Sicherheit ist eine der essentiellen hoheitlichen Aufgaben eines Staates. Die kann man nicht delegieren und sagen, privat vor Staat. An der Stelle, an der sich der Staat verabschiedet und die eigene Verantwortung zu übertragen versucht, geht es schief. Wir merken das gerade mehr als deutlich. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam Strukturen rund um die Bundeswehr nachhaltig so stärken, dass wir in der Lage sind, hoheitliche Aufgaben des Staates selbst und verlässlich auszuüben und diese nicht an Dritte übertragen müssen. Das ist auch meine Forderung an Sie, Frau von der Leyen. Wir als SPD werden jedenfalls nicht bei weiteren Privatisierungen von hoheitlichen Aufgaben mitmachen. Nicht bei der Heeresinstandsetzung, nicht bei der Rüstungsbeschaffung und am liebsten nirgends. Staatsaufgaben müssen vom Staat wahrgenommen werden. Gerade im Bereich Verteidigung darf es da keine Kompromisse geben, Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, unsere Haushälterinnen und Haushälter haben gute Arbeit gemacht. Es ist ein guter Haushalt, der viele der notwendigen Investitionen für unsere Bundeswehr beinhaltet. Stimmen Sie deshalb diesem Haushalt zu. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Ingo Gehrichen.